Grüß euch. Ich bin der Lorenz. Und ich bin der Norbert. Und das ist die Sheila. In dem Video geht es um einen Schweineverkauf. Und nach welche Parameter mir bezahlt werden. Die Frauen sind jetzt ca. 7 Wochen alt. Sie kommen jetzt von da, von der Kisten, auf den Maststall. Da tun wir es mit dem Hoftrank und der Kisten vieren. Und da fahren wir auf die Brückenwaage, dass wir dann schauen können, wie schwer die sind. In den Stall kommen die Ferkel zur weiteren Ferkelaufzucht, in Abteil 1 oder 2. Nach 6 Wochen werden sie dann weitergestallt, in Abteil 3 oder 4. Und wenn es zu wenig faul sind, dann müssen wir so wie da in dem Stall die Liegefläche herinnen abtun. Da sind wir jetzt im Auslauf. Ganz im Vordergrund ist der Auslauf der Bucht Nummer 1. Dahinter kommt der Auslauf der Bucht Nummer 2. Nach 6 Wochen, wenn die Bucht Nummer 1 weitergestellt wird, kommen die Ferkel in die Bucht Nummer 3. Nach 6 Wochen werden die Ferkel von der Bucht Nummer 3 in die Bucht Nummer 5 weitergestellt. Und nach weiteren 6 Wochen werden die Schweine von der Bucht Nummer 5 in die Bucht Nummer 7 weitergestellt. Und von der Bucht Nummer 7 werden die Mostschweine dann verkauft. Und das gleiche geht mit den geraden Zahlen. Das Weiterstellen nach den 6 Wochen ist notwendig, weil der Platzbedarf für größere Mostschweine steigt und die Buchten, wo es weitergestellt werden, immer größer werden.
Kurz nach Mitternacht kommt der LKW, um die Mastschweine abzuholen. Bei der Einfahrt fährt der LKW auf die Brückenwaage, dass wir das Tara-Gewicht feststellen. Danach schiebt er zur Verladerampe. Und der Fahrer bereitet den Lastwagen vor, dass wir die Mastschweine verladen können. Zähne. Der Fahrer sagt uns auch, welche Gruppengröße er haben will. Heute haben wir eine Gruppengröße von 10 Mastsau. Die erste Gruppe hole ich mir gemeinsam aus, der Lorenz und ich. Ich gehe mit der Gruppe dann bis zum Lastwagen und der Fahrer übernimmt diese Gruppe dann beim Lastwagen und treibt sie am Lastwagen auf. Wenn der Fahrer beim Lastwagen die Gruppe übernimmt, bleib ich bei der Rampe stehen und schau, dass kein Mastsau mehr vom Lastwagen runterrennen kann. In der Zwischenzeit hat der Lorenz die nächste Gruppe rausgeholt, die ich dann am Gang übernehme. Wenn alles schön geht, braucht man unter einer Stunde, um den Lastwagen zu laden. Der Lastwagen
fährt wieder auf die Waage und wir schreiben einen Lieferschein. Beim Abladen am Schlachthof ist ein Tierarzt dabei und der macht ihn lebend beschau. Nach spätestens 24 Stunden können wir uns das Schlachtprotokoll für unsere Mastschweine im Internet anschauen. Ein Parameter, was wir sich anschauen, ist natürlich das Schlachtgewicht. Da haben wir 96 Kilogramm. Ein nächster Parameter ist das Fleischmaß und das Speckmaß. Und diese zwei Parameter, das Fleischmaß und das Speckmaß, ergibt dann im Prozent Magerfleischanteil. Das Fleischmaß wird an dieser Stelle des Schlachtkörpers gemessen. Das ist am Rücken der Sau, dahinter war der Schwanz. Und Speckmaß wird an dieser Stelle da gemessen. Und die Kombination von Speckmaß und Fleischmaß ergibt dann einen Magerfleischanteil. In vielen Schlachthöfen wird nicht mehr mit der Karte gemessen, sondern mit elektronischen Geräten, so wie mit diesem Optiscan da. Diese Messungen führen nicht Angestellte vom Schlachthof durch, sondern Klassifizierungsorgane von der österreichischen Fleischkontrolle. Diese Klassifizierungsorgane sind einmal zuständig für die Verwiegung des Schlachtkörpers, die Magerfleischanteilmessung und die pH-Wertmessung. Bei der Verwiegung von unseren Schweinen war der Hauptklassifizierer Verwiegung der Herbert, dann der Schlachtkörperklassifizierer der Michael und zuständig für die Schlachtkörperetikettierung war der Josef. Ein sehr wichtiger Parameter für die Fleischqualität ist der pH-Wert. Und der pH-Wert muss über 6,1 liegen. Da haben wir einen pH-Wert von 6,5. Das ist sehr gut. Der pH-Wert sagt einmal aus, dass eine gute Fleischqualität ist. Und im pH-Wert können wir beeinflussen, einmal mit der Züchtung. Und natürlich auch mit dem Umgang mit den Schweinen, besonders vor der Schlachtung. Und dieser Umgang soll ruhig sein und besonnen sein, dass die Schweine nicht unter Stress stehen. Weil wenn die Schweine unter Stress stehen, dann sinkt der pH-Wert. So, und jetzt geht's zum Ausrechnen, was wir für jedes Schwein erlösen. Also zuerst ist einmal wichtig der Basispreis. Und der Basispreis ändert sich jede Woche. 2021 im Durchschnitt war der Basispreis 1,42. Aktuell liegen wir bei einem Basispreis von 1,89. Und da sehen wir, der Basispreis ist bei 56% Magerfleisch. Wenn der Schlachtkörper mehr Magerfleisch hat, dann gibt es Zuschläge. Wenn er weniger Magerfleisch hat, dann gibt es Abschläge. Zuschläge gibt es bis zum Magerfleischanteil von 63%. Neben Magerfleischanteil gibt es noch Zu- und Abschläge für die Gewichte. Im Normalgewichtbereich von 82 bis 106 Kilo gibt es keine Abschläge. Wenn jedoch die Schlachtkörper leichter sind, aus 82 Kilo gibt es Abzüge, so wie man es auf dieser Grafik sieht. Und wenn die Schlachtkörper schwerer sind, aus den 106 Kilo, gibt es auch wieder Abzüge. Die Abzüge, die da stehen, sind Cent pro Kilogramm. Dann gibt es einen Optimalkorridor. Der Optimalkorridor geht von 90 bis 102 Kilo und beim Magerfleischanteil von 58 bis 61%.
Für diesen Optimalkorridor gibt es Zuschläge von 2 Cent pro Kilogramm. Wenn man einmal Gütesiegelschweine hat, dann gibt es bei einem Gewicht von 82 Kilo bis 102 Kilo den einmal Gütesiegelaufschlag. Den einmal Gütesiegelaufschlag gibt es für Magerfleischanteil von 55 bis 64 Prozent. Und dieser Aufschlag ist 7 Cent. Für alle Schlachtkörper, die ins einmal Gütesiegel einfallen, kriegen wir noch einen Tierwohlzuschlag. Der ist 10 Cent pro Kilogramm. Ich habe gerade noch mal auf der Rechnung nachgeschaut. Der einmal Gütesiegelaufschlag ist nicht 7 Cent, sondern 6,7 Cent. Wenn die Schweine geschlachtet sind und am Schlachthaken hängen, dann findet der zweite Beschau durch ein Tierarzt statt. Und da sehen wir jetzt da ein Protokoll vom zweiten Beschau durch einen Tierarzt. In diesem Protokoll stehen dann alle Auffälligkeiten. Wir sehen da am Protokoll, dass eins unserer Schweine am Schlachthof verändert ist. Das kommt bei uns ganz selten vor, das haben wir schon Jahre nicht gehabt. Aber ja, diesmal ist es wieder passiert. Alle Schweine sind Trichinen untersucht worden und sind negativ. Ein wichtiger Indikator, auf was wir noch sehr Wert legen, sind Milkspots. Milkspots sagen aus, ob die Schweine verwurmt sind. Auf diesem Protokoll haben wir einen Befund. Wenn die Milkspot-Befundung mehr wurde, müssen wir sie über das Entwurmungsregime Gedanken machen. Ich möchte noch Danke sagen fürs Interesse und pfiat euch.